Willkommen, Ladies and Gentlemen. Mein Name ist Sherlock Holmes. Ich möchte Sie heute einladen, mit mir zusammen ein paar meiner schwersten Fälle zu arbeiten. Aber Vorsicht, ich erwarte nicht mehr als höchste Konzentration von meinen Zuschauern. Ich verrate euch ein kleines Geheimnis. Ich bin's eigentlich, der Hausi. Ich war's die ganze Zeit. Ihr habt es wahrscheinlich nicht erkannt, weil ich ein Meister der Verkleidung bin. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum ist der verkleidet? Ja, zum einen, weil ich ein Mongo bin. Und zum anderen, weil ich Sherlock Holmes liebe. Ich habe die Bücher gelesen. Ich habe alle Filme geschaut. Ich habe die Serie Sherlock auf Netflix. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsserien. Ich spiele nicht Sherlock. Ich lebe es. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Legen wir los. Holmes, will you stop that? Ich sehe nichts mit der Brille. Das spiegelt so. You are utterly mad. Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Es hält nicht so gut. What is it this time? He can see me? Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and... Seine Stimme nervt mich irgendwie, die ist nicht so wirklich Sherlock-mäßig. He achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. No prob. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The merry men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Dann geh mal los. So, öffnen Sie mit Tab Ihr Notizbuch, erhalten Sie einen Überblick über den Stand der Ermittlungen, Aufgabenbeweise und so weiter. Untersuchen Sie den Mord an Peter Carey, sehen Sie sich den Tatort in Woodman's Lee an, suchen Sie einen Anzug aus Ihrem Kleiderschrank. Na, das machen wir doch glatt. Da ist Woodman's Lee und da ist der Beweis, Peter Carey, auch bekannt unter dem Namen Schwarzer Peter, geboren 1845 und damit 50 Jahre alt. Er war ein erfolgreicher Walfänger im skandinavischen Gewässer. Setzte sich 84 zur Ruhe und zog einige Jahre später nach Woodman's Lee. So, dann gucken wir erstmal, wo wir hier Klamotten kriechen. U-Teleskop. Da los. Oh, oh Gott.
Kümmelt die dann den ganzen Tag am Fenster? Okay, so. Holmes Kleiderschrank, cool Sache. Ja. Zum Schminktisch, was? Den mal aufgeknöpft. Freizeitanzug. Dunkler Anzug. Brunner Anzug. Grüner Anzug. Grauer Anzug. Eller Anzug. Bandit, was? Ja, wir sind halt so ein richtiger Sherlock hier, gell? Also schon dunkler Anzug. B zum Schminktisch. Kann ich mich jetzt auch noch schminken? Tatsächlich. Ah. Komm, der Sherlock hat doch nicht so verwahrlost ausgeschaut. War doch sauber. Oh, Zylinder ist auch geil. Aber wo ist denn die Sherlock-Mütze? Hier. Naja, komm, Sherlock-Mütze muss sein. Das, ja, hier, Sherlock-Mütze. Brille, wie man sieht, trage ich eine Brille. Also, die müssen wir auch noch raussuchen. Genau, hier. Ne, die war's. So. Und ein Bart, wir haben einen Bart, also da. Da haben die Entwickler ein bisschen geschlampt, dass man den nicht von Anfang an hat. Sieht eher aus wie John Lennon. Ah, ist jetzt keiner so wirklich mein Bart, gell? Haben eher noch, er ist noch dieser John Lennon-Bart da. Nehmen wir den hier, genau so. Wir haben Schminkoptionen oder Kleidungsstücke ausgewählt, die im Moment nicht zur Verfügung stehen. Daher wird ihre Auswahl zurückgesetzt. Lösen Sie diesen Fall. Was? Was? Den Hut habe ich nicht. Heider, nein. Okay, ja, ist halt so. Ja, dann brechen wir auf zu Woodman's Lee. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. On my way. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. Ich muss die Leiche erst untersuchen. Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Muss ich natürlich erstmal ein bisschen was fragen. Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? Der Bart hält nicht. At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Der Bart hält nicht. Muss den. Ich kann den ja nicht einfach abnehmen, das ist ja ein echter Bart. Ich muss den abrasieren. Und typisch Sherlock Holmes-mäßig. So. Was geschah am Abend des Mordes? Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. Wann wurde die Leiche gefunden? At what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock. Hey, da habe ich Tee reingefüllt. Open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and, oh dear. Was your husband accustomed to receiving visitors? Ich hoffe, ihr passt alle gut auf, gell? I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. We lived quite an isolated life here, after his retirement. So, du hast nichts Interessantes zu sagen. Oh, was ist jetzt los? Was? Hä? Oh. Charakteranalyse abgeschlossen. Ach so, wie er es immer... You have indeed so wie er es immer im Film macht, gell? So, ja, ja, okay, das ist cool. I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy, but he was still my husband. Ja, es heißt rum, jetzt ist er platt. When you first met him upon your return from Plymouth. Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Ich weiß alles. Was? Wählen Sie den Beweis aus, der der Aussagen Ihres Gesprächspartners widerspricht, um die Ermittlungen fortzusetzen. Ja, was? Was? You undertook a pilgrimage. To the Cathedral of Santiago de... Muss mich, glaube ich, echt ein bisschen konzentrieren.
That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Kiki. Thank you, madam. So. In der Hütte wurde der gefunden, gell? Dann müssen wir da mal rein. Ist verschlossen! Macht das Brett auf! War das überhaupt da drin? Oder da unten? Ah, da unten. Garten untersuchen. Das sind alles wichtige Indizien. Das sagt nicht aus, dass es ein sehr disziplinierter Mann war. Was macht denn der Polizist da eigentlich? Willst du mich verarschen? Was ist das jetzt? Konzentrieren Sie sich darauf, Details aufzuspüren, die andere Personen entgehen könnten. Das werden wir wahrscheinlich in der Hütte machen müssen. Peter Carey's body is inside the cabin. Which... So, müssen wir mal die Leiche obduzieren. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Ah ja, so, Tee. Tür. Danke. Kratzer. Untersuchen. These scratches are fresh. You're right. Er ist auch drauf gekommen. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Now a mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Scheint so. So, darf ich da jetzt rein, bitte? Ich muss die Leiche sehen. Aha. Oh! What a terrible way to die. Abgestochen zu werden, das ist, glaube ich, in dem Jahrgang relativ üblich. The tooth of a sperm whale. Probably from one of Peter Carey's catches. Warum muss ich da jetzt jedes Mal noch umschalten und weitergucken? Verdächtig leere Stelle, Umriss im Staub. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book. Okay. Sort of small chest, perhaps. Okay, das müssen wir wahrscheinlich finden. Oh, das wurde gemobst. Dafür wurde der umgebracht, ich bin mir da ganz sicher. Ich habe den Fall eigentlich schon gelöst, aber ich bleibe noch ein bisschen, damit sich die Polizei nicht dumm vorkommt. Peter Carey was her captain. Oh, was haben wir da? Old navigation instruments, nothing interesting. Das ist nicht interessant, das finde ich voll interessant. Okay. Peter Carey's boots. They look to be a size 8. Sowas vermutet Sherlock nicht, sowas weiß er. So, was haben wir hier? Someone. Zwei Gläser. Glass recently. Someone. Das merke ich natürlich sofort. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. Die haben dem gehört, der ihn getötet hat. Sag ja, ich habe den Fall eigentlich schon gelöst, aber. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Okay. So. Yes. This is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. Ich erkenne es auch immer, wenn ich in der Luft ein Schiff zeichne. So, jetzt müssen wir die Leiche abchecken. Das ist jetzt hier das A und O, oder? Gibt's hier noch was? Hier noch ein Schild? Unicorn. Ja, das ist egal. Am Boden, nee. So, Leiche. Durchbohrte Brust. Das ist der Speer selber. Blutlache kann ich erkennen. Was? Ich bin doch noch nicht fertig. Hier ist ein Notizbuch, das müssen wir mitnehmen. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. Wollen wir das aufmachen? Mach's doch auf.
Ja, auf so einem Notizbuch stehen wahrscheinlich keine wichtigen Informationen. Das kann ich verstehen. Legen wir sie wieder zurück. Ein Matrosenmesser, warum das? This wooden handle is plain and solid. This blood is from the pool underneath the dead body. Peter Carey tried to defend himself with this knife. Ah, ja, das heißt aber, dass unser Täter verletzt ist. Daran können wir ihn identifizieren. Wieso kann er die Blutlache nicht prüfen hier? Da, was? Ach so. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Ja, wenn er mit ihm noch was getrunken hat, dann gehe ich davon aus, gell? Kommt das hier suspekt vor, aber ich kann es nicht aufmachen. Und sonst, aha, ich sehe da noch was. Blut. The pattern of the bloodstain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. Jetzt kann ich es öffnen. Okay. Abkürzung. These abbreviations mean something, but what? Weiß es nicht. Okay, was haben wir? Was ist das jetzt? B. Wenn du zwei Hinweise finden, die miteinander in Verbindung stehen, entsteht daraus eine Herleitung. Rote Farbe zeigt an, dass es ein Notiz. Wow, was? Ein Notizbuch mit den Initialen JHN auf dem Deckel. Es befinden sich auch Blutspuren auf dem Deckel, die darauf hinweisen, dass das Notizbuch nach der Tat in die Blutlache. Einbruchsversuche. Den Kratzern am Schloss von Carys Hütte nach zu urteilen, hat man mehrfach versucht, in die Hütte auf, weil man das Notizbuch wiederholen wollte. Also ich würde Notizbuch jetzt mit Einbruchsversuchen kombinieren. Peter Carey wurde mit einer Harpune in die Brust getroffen und an der Wand aufgespießt wie ein Schmetterling. Na. Die beiden hier. Das ist für mich ein ganz klarer Fall, dass die zusammengehören. Machen Sie sich ein Bild des Tathergangs, indem Sie Hinweise kombinieren und zu Herleitungen gehen. Auf die Lauer legen. Heute gilt es, sich auf die Lauer zu legen, um zu sehen, ob der Einbrecher mit einem anderen Werkzeug wiederkommt. Das hätte ich auch gemacht. Ganz klare Sache. Versteck zum Auflauern finden. Hier. Ducken. Wir erzählen jetzt erstmal den Inspektor, was wir rausgefunden haben. What do you think? I think that we are lucky. And why is that? Because of last night's attempted break-in. Oof. You've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why return tonight, when they will be better prepared? Klarer Fall. Aha. So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. Polizei, da ist auf jeden Fall nicht die hellste Leuchte. Müssen wir wieder tehen. Dein Weg? Abdrücke. Ah. Ja. These boots don't match the footprints. Das sind die Stiefel des Angreifers. These appear to be quite large. The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true. There is a lot of work, but my husband took care of it himself. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be. But he hadn't smoked in a very long time. Thank you, madam. Hey, das sind natürlich wieder super neue Indizien. Die Blechkiste mit den privaten Unterlagen wurde geklaut, deswegen wurde er wahrscheinlich auch ermordet. Wer weiß, was sich da drin verbirgt. Er raucht nicht, sprich die Initialen P irgendwas sind die des Angreifers. Und es war der Gärtner. Ne, es gab keinen Gärtner. Ja, die Tatsache mit dem Garten ist einfach scheißegal. So, hier, Versteck. This looks like the perfect hiding place. Jetzt heißt es warten, Freunde.
Did you hear that? Weil der da zwei Nächte hintereinander wieder zurückkommt. So blöd ist doch kein Mensch. There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right. Stop it! Stop! Mach schon ein Feuer an. Ich kann nichts sehen. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocent? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey. But we were here waiting for you. What is your name? Ja, der wurde geschickt, um das zu machen. I didn't. Do you deny that you came here yesterday? No, but I... Yes, it's just that I couldn't... I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. Er kann doch den Speer gar nicht geworfen haben. I'm not... It's a terrible mistake. Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. Nicht dafür! Inspector, but please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. So, abgeschlossen. Inspector Lestrade. Was haben wir da für neue Informationen? Jetzt können wir zu Scotland Yard. Da haben wir die ganzen Beweise. Okay, was ist das? Peter Carey, die Frau. Okay. So, Leute, zu Scotland Yard. Begeben wir uns aber in der nächsten Folge. Haut rein.